Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge von The Next Big Thing. Wir waren hier in Dr. Celsius Labor, glaube ich, stehen geblieben. Dan sitzt hier auf so einem Stuhl gefesselt. Erinnert mich ein bisschen an Thor, wenn ich ehrlich bin, aber keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, was uns hier so erwartet. Beziehungsweise rede ich mal mit Professor Fly. Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? So, dann gibt's hier. Celsius hat dich ganz schön überrumpelt, oder? Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Warum präpariert er zuerst meinen Chip und nicht deinen? Oder entspann dich. Nehmen wir das hier. Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Wie der Chip gefertigt wird, wie er ins Hirn kommt, wo er angebracht wird, wie er funktioniert. Armer Celsius. Armer? Murray, das größte Problem von Wissenschaftlern wie Celsius ist, dass sie ihre Erfolge in keiner wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen können. Deswegen müssen sie Kollegen wie mich entführen, um mit ihren Fortschritten zu prahlen und verstanden zu werden. Ja, dann gibt's hier eine neue Antwort. Und zwar, glaubst du, dass du den Chip von Liz entfernen kannst? Ich nehme das mal. Glaubst du, dass du den Chip von Liz entfernen kannst? Möglicherweise. Es wäre riskant, aber ich denke, dass ich ihn sauber aus ihrem Gehirn entfernen kann. Das will ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Okay. Nehmen wir mal das. Warum präpariert er zuerst meinen Chip und nicht deinen? Weil er für ein Monster eine andere Art Chip braucht. Aber da ihr Nicht-Monster euch alle so ähnlich seid, wird er dir dasselbe Modell einpflanzen, das er für Liz benutzt hat. Gut, dann nehmen wir noch die Antwort Celsius hier. Celsius hat dich ganz schön überrumpelt, oder? Das Schlimmste ist, dass ich meinen Spucknapf nicht dabei habe. So, jetzt gibt's hier. Ich weiß nicht, welche Spuck du meinst. Ich weiß aber, dass ich nichts davon hören sollte. Trotzdem erklär mal. Das nehmen wir gleich. Ich weiß nicht, welche Spucke du meinst. Ich weiß aber, dass ich nichts davon hören sollte. Trotzdem, erklär mal. Wenn ich mich ärgere, spucke ich. Es ist so, Murray. Meine Spucke ist ätzend, wie die von Fliegen. Es ist eine Art Säure. Wenn man mich ärgert, bildet mein Körper eine Art ätzende Spucke als Verteidigung gegen den Grund meines Ärgers. Ätzend? Inwieweit? Nicht so stark, um das Metall des Käfigs zu zersetzen, aber genug, um dir die Hosen wegzuätzen. Faszinierend. Dann gibt's hier, wie sieht es mit deiner Zielgenauigkeit aus, alter Brummer? Ich rufe jetzt Celsius und du spuckst ihm ins Gesicht, einverstanden? Ich nehme das Deckel. Ich rufe jetzt Celsius und du spuckst ihm ins Gesicht. Einverstanden? Murray, ich bin Forscher und kein Killer. Kein Wort mehr darüber. Außerdem blieben wir trotzdem gefangen. Jeden Moment könnte jemand reinkommen, Celsius sehen und unsere Lage wäre noch schlimmer. Dann das. Wie sieht es mit deiner Zielgenauigkeit aus, alter Brummer? Ich bin der zweitbeste Spucker des Pendleton Club. Spuck mich an, okay. Spuck mich an. Was für ein Typ. Wie könnte ich dich anspucken? Zielgenau. Ich möchte, dass deine ätzende Spucke die Fessel meiner linken Hand zersetzt. Aber das ist ein großes Risiko. Und wenn ich daneben spucke? Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich hätte noch meine Rechte, um dir mehr als die Nase zu brechen. Zurück zum Punkt. Irgendetwas funktioniert hier nicht ganz. Ich habe das Bedürfnis, einen verdienten Wissenschaftler zu fragen, ob er den Unterschied zwischen Hand und Fuß nicht kennt. Bedauere, Murray. Du bist zu weit weg. So, immerhin haben wir einen freien Fuß. Was uns das bringt, weiß ich aber nicht. Ob ich ihn fragen kann, ob er noch mehr spucken kann. Hallo, alter Brummer. Was gibt's, Murray? Spuck mich nochmal an, gibt's hier. Also es gibt noch mehr Auswahlmöglichkeiten, aber ich mache erstmal das. Spuck mich nochmal an. Nach meiner Glanzleistung von eben? Nein, Murray, du bist zu weit weg. Gut, will er nicht. Dann gibt's hier noch. Was hat dir Celsius erzählt? Ja gut, das hatten wir ja schon. Oder hat Fitz Randolph dir nie vorgeschlagen, etwas Illegales zu tun? Ja, das nehmen wir mal. Hat Fitz Randolph dir nie vorgeschlagen, etwas Illegales zu tun? Niemals. Und das, obwohl er einen Freund hat, der ständig solche Dinge vorschlägt. Erzähl weiter.
Er sagte mir, stell dir vor, ich hätte einen Freund, der dir vorschlagen würde, manipulierende Chips zu entwickeln, die man den Leuten ins Gehirn einpflanzen könnte. Was würdest du ihm antworten? Ich sagte ihm, dass das moralisch verwerflich ist und dass ich glücklich war, dass sein Freund nur imaginär sei. Faszinierend. Ja, und das hatte ich doch, glaube ich, schon, oder? Ich gucke einfach nochmal. Was hat dir Celsius erzählt, während seine Roboter mich gefesselt und dich in den Käfig gesteckt haben? Wie der Chip gefertigt. Ja, gut. Kann ich wegklicken. Das hatte ich auch schon, also entspann dich. So, jetzt müssen wir hier gucken, was uns das bringt mit dem Fuß. Meine Hände und Füße sind gefesselt und... Nanu, Eigentor. Ja. Kommt er nicht weiter runter? Messerscharf erkannt. Jetzt können wir vielleicht nochmal spucken lassen. Was gibt's, Murray? Spuck mich nochmal an. Spuck mich nochmal an. In Ordnung. Von hier aus kann ich es versuchen. Nein, ich kann es nicht. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Spucke mehr, Murray. Mein Mund ist völlig... Nein. Ach, jetzt gibt's hier noch eine neue Antwort. Wie viele Leute haben am Spuckwettbewerb des Pendleton Club teilgenommen? Wie viele Leute haben am Spuckwettbewerb des Pendleton Clubs teilgenommen? Habe ich dir gesagt, dass ich Zweiter wurde? Ja. Wie viele? Können wir nicht das Thema wechseln? Ja, gibt nichts weiter. Entspann dich. Aber der Hebel geht auch nicht weiter. Der Käfig kommt nicht weiter runter. So ein Mist aber auch. Jetzt brauchen wir irgendeine Flüssigkeit wahrscheinlich für Professor Fly. Ich nehme mal kurz die Hotspots-Anzeige rein. Da sehen wir, wir haben hier noch was. Hier. Ich schaue einfach mal. Was ist das hier? Was der mir angezeigt hat. Bein. Das muss einem von Celsius Robotern gehören. Noch bin ich gefesselt, aber sobald ich mich befreit habe, wird es beim Home Run auf Celsius Kopf helfen. Ach, das ist alles sehr komisch. Moment. So, aber hier ist doch gar nichts. Will der mich verarschen? Der meint den Käfig, weil der runtergekommen ist, alles klar. Hey, Dreiauge! Ah, warum okay. Warum störst du? Ich habe eine Frage. Eine und nur eine. So, jetzt gibt's, wo sind Big Orber, der Poet und der immaterielle Mann? Wirst du das Roboterbein vom Tisch nehmen? Oder weißt du, dass der alte Boma ein übles Spiel mit dir plant? Ich nehme mal das hier. Falls nicht, werde ich dir nämlich damit auf den Kopf hauen, sobald ich frei bin. Machen wir es noch spannender. Ich lasse es dort und sobald ich dir den Chip verpasst habe, werde ich dir befehlen, dir selbst damit auf den Kopf zu schlagen. Und du wirst es tun. Da hast du deine Antwort. Oh nein, jetzt geht er wieder. Kann ich den nochmal holen? Hey da, Dreiauge, ich habe eine Frage. Eine und nur eine. Jetzt gibt's hier noch, was habt ihr Liz angetan? Oder ich nehme mal das hier, mal schauen. Weißt du, dass der alte Brummer ein übles Spiel mit dir plant? Was? Er meint, du bist so unendlich blöd, dass er direkt vor deiner Nase flüchten wird, ohne dass du es merkst. Ach, sowas. Und etwas muss dran sein, weil er den Käfig runtergeholt hat, ohne dass du es gemerkt hast. Ekelhaftes Insekt. Er wird keine Lust mehr haben, das nochmal zu versuchen. Scheint was gebracht zu haben. Oder na, kleiner nicht. Brummer. Verärgerungspegel. Überlaufend hoch. Spuckepegel. Hoch, überlaufend. Ah, yeah. Tu mir einen Gefallen. Triff genau. Und ohne weitere Umstände war Dan endlich frei. Unmittelbar darauf befreite er Dr. Fly und war bereit, das zu tun, was er schon lange im Sinn hatte. Sehr schön. Hey, Dr. Celsius, Herr Fitzrandolph sagt das. Professor, sind die beiden schon überzeugt? Ja. Murray... Wir haben Besuch hoch, schrie Professor Fly. Dan behandelte den Gast auf der Stelle mit der ihm ureigenen Freundlichkeit. Professor Fly stellte daraufhin sein chirurgisches Geschick unter Beweis und entfernte den Chip aus Liz' Gehirn.
Oh oh. Oh oh, was? Er ist zerbrochen. Ein Stück ist im Gehirn stecken geblieben. Und was? Bitte, bitte nicht. Bitte sterben Sie nicht, Fräulein. Ich habe ein Gedicht. Poet, Poet, der Herzenswunsch besteht. Was? Angst besiegen, Hemmungen überwinden. Der Poet des Schmerzes hätte es nicht besser formulieren können. Wenn sie sich retten wollte, musste Liz ihren innigsten Herzenswunsch entdecken. Aber vorher musste sie ihre größte Angst besiegen und ihre stärksten Hemmungen überwinden. Aber wie sollte sie das anstellen? Hier ist doch überhaupt nichts. Ah, wie schön. Ein Fahrstuhl im Nichts. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich die Möglichkeit, was zu drücken. Okay. Was nehme ich denn? Ich nehme die goldene Mitte. Wir haben eine Leinwand. Die kann ich nicht gebrauchen. Ich male nicht gern. Schauen uns die mal an. Die erinnert mich an Queenie, meine schöne Schwester. Sie malt. Hi, Queenie. 5 Bilder, Schwesterchen, okay? Was? Nimm mich nicht auf den Arm und mach mit. 5 Bilder. 5 blöde Bilder. Für morgen. Eine Ausstellung. Falls ich das schaffe. Ich bin ausgelaugt, Lizzie. Ich weiß nicht, was zum Teufel ich malen soll. Aber warum ich? Du malst doch viel besser. Tu nicht so. Ich brauche Ideen. Inspiration. Gern, aber worüber? Welche Ideen? Was für eine Inspiration? Szenen, Lizzie. Hammer-Szenen, um sich in die Hose zu machen, dass dir die Spucke wegbleibt, Baby. Okay? Ja, ja, ja. Weißt du, in den letzten 2 Tagen sind mir eine Menge Hammer-Dinge passiert, um sich in die Hose zu machen, dass dir die Spucke wegbleibt, Baby. Nichts davon, Mengen. Nur 5. Also erzähl schon. Mach ich. Oder auch nicht. Wie ist das möglich? Ich erinnere mich an gar nichts. Gar nichts? Nichts. Lizzie, nicht schlapp machen, die Kurbel drehen, okay? In Ordnung. Ich werde versuchen, mich an 5 Szenen zu erinnern, die dich inspirieren können, erwiderte Liz. Gut. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wann bist du aus Paris zurückgekommen? Morgen hast du Ausstellungseröffnung, Details bitte, Familienangelegenheiten oder bis dann? This one. Familienangelegenheiten. Dann gibt's hier 3 unserer Kindermädchen. Die Zeit läuft. Hast du etwas von Anne-Marie gehört? Hast du in letzter Zeit mal mit Mama gesprochen oder genug von unserer Familie? Ich frag das. 3 unserer Kindermädchen. Die Zeit läuft. Emily, Roberta und Anouk. Nein, keiner dieser Namen ist der, den ich suche. Aber danke. Ich klicke das einfach mal durch, denke ich. Hast du etwas von Anne-Marie gehört? Ganz sachte, Lizzie. Lass das mit deiner Schwester sein. Und auch deiner. Immer ruhig mit den Pferden. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Dann das. Hast du in letzter Zeit mal mit Mama gesprochen? Ja. Ich habe ihr gesagt, dass ich mir einen Kuh auf die Stirn tätowieren lasse und sie hat gekreischt. Jean-Michel, hast du deine Tochter gehört? Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Genau so. Genug von unserer Familie. Gut, hat nichts gebracht. Dann das. Morgen hast du Ausstellungseröffnung. Details bitte. Wie viele Bilder fehlen dir noch für die Ausstellung morgen? In welcher Galerie willst du ausstellen? Wie verkaufen sich deine Bilder? Gut, oder? Lassen wir die Ausstellung für einen Moment. Das. In welcher Galerie willst du ausstellen? Warte mal. In einer von Papa.
Bingo. Irgendein Künstler hat abgesagt und wie immer kam Papa an. Queenie, Chérie, füll doch bitte die Lücke, ja? Ja, ich klicke die wieder durch. Wie viele Bilder fehlen dir noch für die Ausstellung morgen? 5. Zum Teufel, noch 5 Bilder. Wenn dir etwas einfällt, dass dir die Spucke wegbleibt, Baby, schieß los. Wie verkaufen sich deine Bilder? Gut, oder? Viel zu gut. Wenn ich ein Bild unten mit feuerrotem Q signiere, verdreifacht sich der Wert automatisch. Es ist absurd. Sieh dir nur Chartres an. Gibt es etwas Imponierenderes als die Kathedrale von Chartres? Nein, nichts. Und wer hat sie signiert? Niemand. Lassen wir deine Ausstellung für einen Moment. Ja, dann müssen wir wohl das nehmen hier. Wann bist du aus Paris zurückgekommen? Überhaupt nicht. Wann zum Teufel bist du angekommen? Wo? In Paris. Eben gerade. Grund? Neugier. Bis dann. Bis dann. Okay, hat gar nichts gebracht. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Wir haben eine Hängematte, mit der wir aber anscheinend nichts tun können. Bild, Flasche, Büchsen, Skizzen. Nein, nichts von Belang. Strohballen. Einmal habe ich eine Nadel im Heuhaufen gesucht und nichts gefunden. Ich schaffe Sachen gern im zweiten Anlauf. Ein Nähset. Nadel und Faden. Und Knöpfe. Passt ja eigentlich. Klar kann ich Knöpfe annähen, aber woran? Keine Ahnung. Bücherregal. Ich brauche keins dieser Kunstbücher. Ich guck nochmal bei den Hotspots. Hier oben ist. Das ist das Bücherregal, alles klar. Wir haben die Leinwand, die Queenie. Wir haben das Fenster. Das geht nicht auf. Es ist kein richtiges Fenster. Das einzige Zuhause, das ein Künstler braucht, ist in Paris. Friedrich Nietzsche. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir hier nicht so weiterkommen. Ich kann ja nochmal versuchen, hier ihr das zu geben. Unmöglich. Queenie hat genau einmal eine Nadel benutzt. Für ein Piercing. Queenie näht nicht. Weder Knöpfe noch sonst was. Gut, dann nicht. Ich werde einfach mal in eine andere Etage gehen, weil hier scheint nichts zu sein, was uns weiterbringt. Nehmen wir die 14. Okay, das ist interessant. Der Mann, der uns vor dem Baden Angst machte. Fährt der Knabe Motorrad? Seine Haltung gefällt mir nicht. Ach, ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ich bin auf einem Motorrad mit Beiwagen vor Fitz Randolph geflohen. Genau! Yeah, eine Erinnerung. Ich will ihn nicht anfassen. Dann gibt's hier ein Bild. Spencer McDundee, der Schauspieler aus Australien, der auf die Rolle eines schottischen Geistes festgelegt war. Nicht mein... Ah, ein Tresor ist vielleicht auch eine Erinnerung. Ich kenne die Kombination zwar nicht und ich weiß, dass ich sie nicht ohne weiteres erraten kann, aber... Ich wusste es. Ich kenne die Kombination. Du sprichst ja. Wie lautet sie? Da kannst du Gift drauf nehmen, Weib. Ist schon langweilig, sie jedes Mal zu sehen, wenn Fitz Randolph den Tresor öffnet. Wunderbar. Wie lautet sie? Das ist ja nett. Hast du vielleicht etwas für mich gemacht? Nein, habe ich nicht. Wie lautet sie? Und warum findest du, dass ich etwas für dich tun sollte? Weil du ein ganz Lieber bist. Wie lautet sie? Ein ganz Lieber. Spencer McDundee, der mürrischste Schotte Australiens, der unhöflichste Australier Schottlands. Bis denn, Weib. Egal wie oft Liz fragte, Spencer McDundees Bild antwortete nicht. Um die Kombination des Tresors zu bekommen, musste Liz etwas für ihn tun. So was Doofes. Vielleicht ein Knopf? Oh Gott. Nadel und Faden für ihn? Soll ich ihm den Kopf annähen? Ja. Weib, ich werde nicht gerne gestochen. Davon wird mir schwindelig. Schade. Badewanne. Probieren wir das? Ich will kein Bad nehmen. Der ist kaputt. Seit sie Drachenklauen bekam, hat sie aufgehört zu bellen.
Sind das zwei verschiedene Hähne? Ich guck einfach mal. Funktioniert er? Yeah. Der funktioniert. Und jetzt? Ich bin so sauber, dass ich strahle. Sie bellte sonst fürchterlich, während sie gelehrt wurde. Und das Mobile? Mein erstes Kindermädchen, wie hieß sie noch? Sie soll es zur Ablenkung dort angebracht haben, damit ich den Mann, der uns vor dem Baden Angst machte, vergesse. Ich will es nicht anhalten. Mal schauen, ob wir was vergessen haben, aber scheint nicht der Fall zu sein. Duschkopf haben wir noch. Ah, lässt sich abschrauben. Ich bin zwar sauber, aber man weiß ja nie. Die Frage ist, was man mit einem Duschkopf macht. Der Duschkopf funktioniert nicht von selbst. Man muss den Hahn der Brause öffnen. Eine Dusche gefällig? Wasser ist was für Fische. Dusch doch selber. Ich will ihn nicht nass machen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich weiß auch nicht weiter. Ich werde mal an die andere Etage gehen, die uns noch, die noch übrig bleibt. Ich weiß nicht, hier in die Löcher, ob man da die Knöpfe reinsetzen kann. Ich habe Miss Harringtons Nähunterricht gehasst, aber jetzt freue ich mich darüber. Tatsache. Ein Ballsaal, der im Haus meiner Eltern. Perfekt. Dort sind das Orchester und Armando, unser Maître de Plaisir. Hallo, Armando. Hallo, wenn das nicht die kleine Eliza ist. Wie geht es dir, Liebes? Gut, etwas merkwürdig. Viel los, oder? Ach, du bist einfach merkwürdig. Mach dir nichts daraus. Danke. Viel los, oder? Ja. Heute ist die halbe Stadt auf dem Ball. Dezente Gäste, die die Regeln respektieren. Bist du endlich bereit zu tanzen? Nein, nein, auf keinen Fall. Die Leute würden mich auslachen. Schade. Endlich bist du mal im Ballsaal. Da dachte ich, du wolltest tanzen. Auf keinen Fall. Ich schäme mich schrecklich, wenn... Ha, weißt du was, Armando? Ich werde tanzen. Ich werde meine größten Hemmungen überwinden, wie der Poet des Schmerzes sagt. Gut gebrüllt, Löwe. Zeig mir deine Ballkarte und auf geht's. Karte? Ballkarte. Hast du keine? Keine. Kannst du nicht darüber hinwegsehen? Unmöglich. Regeln sind Regeln. Was würde eure Mutter sagen? Jean-Michel, deine Tochter hat den Ball ohne Karte betreten. Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Genau. Na denn, such dir eine Ballkarte und komm wieder, wenn du sie hast. Okay, und an dieser Stelle werde ich erstmal bis dann sagen, weil wir einen kleinen Cut machen müssen, einfach aus Zeitgründen. Bis dann! Bis dann! So,